Der Nationalfeiertag ist ein Tag, der immer auch zum Nachdenken anregen sollte. Darüber, was politische Verantwortung bedeutet. Welche Verpflichtung die Politik gegenüber allen Bürgerinnen und Bürgern hat. Das ist gerade jetzt wichtiger denn je. Verstöße gegen die politische Kultur unseres Landes und schwerste Korruptionsvorwürfe haben Österreich erschüttert. In den vergangenen 76 Jahren der Zweiten Republik gab es immer ein Fundament, ein Bekenntnis zur Demokratie und Rechtsstaat. Die Bürgerinnen und Bürger konnten ein gewisses Grundvertrauen haben, dass die Pfeiler unseres demokratischen Wohlfahrtsstaats stark und stabil sind und dass sich die Regierenden darum bemühen, unser Land nach vorne zu bringen, trotz aller Meinungsunterschiede. Dieses Grundvertrauen wurde geschwächt. Die politische Kultur muss wieder zu einer Kultur des Anstands und des Respekts gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern zurückfinden. Es braucht wieder eine Kultur der Ernsthaftigkeit, wo der Inhalt zählt, nicht die Inszenierung. Verantwortung gegenüber den Menschen in Österreich ernst nehmen, heißt für mich, all das, was passiert ist, aufarbeiten. Auch mit den Mitteln der parlamentarischen Kontrolle. Verantwortung übernehmen heißt aber auch für Österreich arbeiten. Die nötige, wichtige Sacharbeit für unser Land machen. Dafür zu sorgen, dass es auf den letzten Metern der Pandemie Sicherheit gibt. Dafür zu sorgen, dass die Teuerungswelle abgedämpft wird, damit das Leben leistbar bleibt. Dass die arbeitenden Menschen sofort weniger Lohnsteuern zahlen und so mehr vom Einkommen haben. Dass die Arbeitslosigkeit bekämpft und die Kinderbetreuung endlich ausgebaut wird. Dafür zu sorgen, dass die Pflegeleistungen einfacher zugänglich und kostenlos werden, damit die betroffenen Familien weniger Sorgen haben. Die Regierung hat drängende Aufgaben zu erledigen. Wir sind bereit, diese Lösungen im Parlament gemeinsam umzusetzen. Für mich bedeutet Verantwortung für Österreich Arbeit für Österreich. Das muss jetzt ganz oben stehen. Ich wünsche allen Österreicherinnen und Österreichern und allen Menschen, die in Österreich leben, einen wunderschönen Nationalfeiertag.